Meine prunkvollen Gemächer im gehängten Mann sind auch eure prunkvollen Gemächer, Hawk. Fühlt euch wie zu Hause. Unsere Magier ist beunruhigend. Sie werden an. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sowohl Huon als auch Evelina tot sind. Bedauerlich, aber notwendig. Jedenfalls sieht es so aus, als hätten wir noch immer nichts von Emile de Lancey gehört. Emile ist tot. Und trotzdem gibt es keine Leiche? Keinen Zeugen der Schlacht? Überaus seltsam. Euer Zutun in dieser Sache ist jedenfalls beendet. Die Schuld für alles, was diese Magier getan haben, ist euch zuzuschreiben. Seht euch nur an, wie ihr sie behandelt. Ist es ein Wunder, dass sie verzweifelt sind? Dieses Argument habe ich schon oft gehört. Ist es denn so abwegig? Vielleicht sind sie nicht verderbt. Vielleicht verdienen sie Nachsicht. Vielleicht kann man sie retten. Man könnte mit denen vielleicht die Hälfte aller Gräber von Kirkwall füllen. Da werde ich doch nicht noch mehr aufhäufen. Genug jetzt. Mir fehlt die Geduld, weiter mit euch zu debattieren. Ich weiß nicht, wie wir Huon und Evelina ohne eure Hilfe hätten aufhalten sollen. Sind eure Reisen erfolgreich verlaufen? Stets zu euren Diensten, Messer. Ich will nach Hause. Eines Tages können wir wieder nach Ferellen zurückkehren. Wer ist eigentlich Bianca? Wie lange muss ich denn noch warten? Meine Armbrust. Sag hallo, Bianca. Aber warum Bianca? Ihr müsst sie doch nach irgendjemandem benannt haben. Nein. Mirabelle war schon besetzt. Die Art, wie ihr eure Waffe streichelt, finde ich beunruhigend. Hey, ich verhalte mich absolut korrekt. Zumindest in der Öffentlichkeit. Ihr habt keinen Vicomte. Es ist klar, dass ihr leidet ohne ordentliche Führung. Das verschafft euch oder eurer Kommandantin aber noch lange nicht die Autorität. Es wäre einfacher, wenn ihr kooperieren würdet. Wäre es wohl. Hauptmann der Wache? Ärger? Ja, er hat mich verfolgt.
Die Templer geben sich ohnehin sehr überlegen, aber jetzt läuft das Ganze aus dem Ruder. Hauptmann Kalen sind einige beunruhigende Dinge zu Ohren gekommen. Nämlich? Dass ihr die Männer verhätschelt, ihnen eine Sonderbehandlung zukommen lasst. Jemand hat es gewagt. Wer? Wer bringt diese Beschuldigung vor? Namen wurden natürlich keine genannt. Kein Wunder, dass der Leutnant mich belästigt hat. Mist, Kerle. Wenn Sie glauben, ich verhätschle jemanden, dann meinen Mann Donnick. Ihr und ich, wir werden diese Patrouille heute Nacht abfangen. Dann seht ihr selbst, ob ich ihn verhätschle. Oder sonst jemanden unter meinem Kommando. Ich brauche keine Beweise. Ich glaube euch auch so. Natürlich tut ihr das. Aber niemand stellt meine Führung in Frage, ohne dass ich darauf reagiere. Kallen will wissen, ob die Vorwürfe wahr sind? Das werdet ihr ihm sagen können. Donnicks Patrouille, Hawk. Ihr und ich. Heute Nacht. Mich beschuldigen, weich zu sein? Nicht in diesem Leben. Ob ich es wohl besser morgen noch einmal versuchen soll? Ich muss euch um etwas bitten, Lethalan. Ich dachte, das Arulinholm sei alles, was mir noch gefehlt hat. Aber der Illuvian funktioniert noch immer nicht. Ich glaube, ich muss zurück zu dem Geist, der mir schon zu Beginn geholfen hat. Was meint ihr damit, dass er nicht funktioniert? Nun, seht ihn euch doch an. Denkt ihr etwa, er sollte einfach nur hier sein und nicht das Geringste zeigen? Ich kann spüren, welche Macht er in sich trägt, aber es ist, als würde sie schlafen. Und ich kann sie offenbar nicht wecken. Ein Glück, dass die Beschwörung von Dämonen niemals böse Folgen hat. Und deshalb müsst ihr mich auch begleiten. Ich habe den Geist gerufen, aber er scheint mich nicht zu hören. Er war in einem Artefakt auf dem Sunderhügel eingesperrt. Dort muss ich nach ihm suchen. Aber falls etwas schief geht, falls er Besitz von mir ergreift, brauche ich euch, um mich zu erschlagen. Ihr würdet für diesen Spiegel das Risiko eingehen, zu einer Abscheulichkeit zu werden? Ist es das wirklich wert? Wenn wir dadurch dieses Artefakt der Elvenan zurückgewinnen, wenn wir auch nur ein Bruchstück unserer Geschichte zurückerhalten, dann ist es jedes Risiko wert. Ich habe sonst niemandem, dem ich vertraue. Ich brauche euch, Lethalan. Ich könnte es mir niemals verzeihen, wenn meinetwegen jemand zu Schaden käme. Geht zu Marathari. Vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg, als den Dämon zu beschwören. Die Hüterin würde mir niemals helfen. Was denkt ihr denn, warum ich den Dämon überhaupt brauchte? Außerdem ist der Clan inzwischen ohnehin weitergezogen. Ihr werdet sie niemals finden.